Ich finde es richtig unlogisch, dass man einfach mal mitten in einer Wüste im Boden steht, aber wenn Mojang, also Notch, so will, dann soll er das tun. Aber sieht schick aus. Hatte ich gerade abgeschüttelt? Mir fallen so viele Kleinigkeiten bei Minecraft nicht auf, die auch wirklich cool sind. Wir gehen mal hinten in den Wald, das sieht mir tierischer aus. Ich habe mich gerade gefragt, ob überhaupt Mobs spawnen. Klar spawnen Mobs, weil wir einen Hund haben und ich sehe da auch Tintenfische. Ich glaube, wir haben noch 3 oder 4 Minuten Zeit. Oha. Das ist einfach mal diese Sandwaldwüste. Sandwaldwüste rein. Sandwaldwüste. Ja, einfach mal reingehen und vielleicht finden wir. Ja, wir haben auch Kühe vorhin gefunden, dann Enten. Entschuldigung. Aber es hält mich am Leben. Da ist ein Schwein. Gibt es irgendwie spezielle Spawning-Felder für Schafe? Ich mache völlig egal, schwarz, weiß oder grau. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Ich weiß nämlich auch nicht. Doch, da ist der alte Turm. Ich bin einmal um einen blöden Kreis gelaufen. Und wieder ohne Schafe. Sehr enttäuschend. Vor allem diese Gegend ist auch nicht gerade schön. Mann, Mann, Mann. Ich will mich ja nicht nur beschweren, aber die Map macht es mir nicht leicht. Ja, der Hund kommt uns irgendwie immer hinterher. Ich glaube, der teleportiert sich auch, wenn er zu weit, ja, der teleportiert sich, wenn er zu weit weg ist. Wie wir gerade gesehen haben, und jetzt sind wir wieder am Haus. Ich hatte gerade keine Ahnung, wo wir sind, und wir sind wieder im Haus. Das ist ja meine Kunst. Da sind Schweine da hinten. Aber lasst euch Fell wachsen und dann kommt zu mir. Dann seid ihr auch wild. Ja, der tötet den Schwein, oder? Naja, tut er. Die geben nicht gerade viel Fleisch, da geben wir Kühe mehr Fleisch. Danke. Der Hund heißt ab jetzt Don Juan. Ja, so haben wir ihn jetzt genannt. Don Juan. Wenn er stirbt und wir den nächsten Hund kriegen, heißt der auch Don Juan. Und Alexa wird 2 Hunde haben, dann müssen wir sie anders nennen. Und 2 Hunde, 2-mal Don Juan ist nicht so nützlich. Da kommen wir jetzt her. Gut. Vielleicht noch ein bisschen Holz hacken, damit es im Haus nicht ganz so langweilig wird. Bevor die Zombies kommen. Und eigentlich sollten wir die Nacht auch mal ein bisschen nutzen für... Na, wir können auch von Skeletten, damit wir uns mehr Hunde zulegen können, weil die sind echt eine gute Verteidigungsarmee gegen Zombies. Wenn man einen hat, dann können 2 mehr und 3 erst recht. Und ab 4 wird echt cool. Ja, es wird dunkel. So, noch ein bisschen Holz schnell holen. Hier noch drin.
Vielleicht können wir die Zombies auch mit Blumen überraschen. Vielleicht freuen sich dann, ziehen endlich weg. Ich kaufe dieses Land jetzt hier als Zombieland. Weil dieses Land, die Map ist so schwer. Keine Überleben. Die Überlebenschancen sind erst zu 50% gesunken mindestens. Und ja. Deswegen ist die Zombieland. Komm rein. Komm rein. Bitte komm rein. Hat er den Halt mehr verloren? Nee, hat er nicht umkommen, mach jetzt rein. Erstmal schön viel Holz. Und ja, es war sogar geraten mit der Falltür, aber es war richtig. Gut geraten. Kommst du jetzt mal raus, bitte? Na, es kommt. Wieso setzt denn da nichts hin? Na, ist auch gut. Jetzt ziehen wir es nochmal schnell in mit deiner Snack rein. Nein, was willst du denn jetzt? Ich krieg natürlich auch einen ab. Guck mal, jetzt sitzt. Guck mal, jetzt sitzt der. Kennt ihr bestimmt auch schon. Jetzt bewegt er es nicht mehr und guckt uns noch an. Kann man es auch brennen? Ja, sag bloß. So. Tja. So ein kurzer Schnitt. Na, das Texture Pack von mir will irgendwie nicht mehr. Ja, das war mein Problem gerade eben. Ich möchte einfach nicht mehr besser werden. Ich habe es nochmal neu gepatcht und alles eingestellt. Aber naja, lassen wir es erstmal so. Am Anfang dachte ich, als ich erst mal Leben gesehen habe, dass es neue Blöcke gibt. Immer ein bisschen auf Zombiejagd. Auch wenn es bescheuert ist. Ja, es ist bescheuert. Mann, die Nacht ist echt blöd ohne Sachen. Eigentlich müssen wir alle Sachen zurücklassen und tagsüber nochmal wegreisen, weil mir gefällt irgendwie das irgendwie nicht. Hier der Layout und das werden wir jetzt auch machen. Einfach das mit, was ich mitnehmen kann. So, also brauche ich noch eine Axt. Hab ich kein Problem. So. Mann.
Dafür ist nicht Tag, das heißt, wir haben noch Zeit. Ich möchte durchaus den ganzen Tag reisen. Weil vielleicht finden wir einen besseren Ort, wo man sicherer liegt und wo man mehr Tiere hat. Ja, das ist echt eine ziemliche Operation im Hardcore-Modus. Vor allen Dingen, weil da jede blöde Bewegung falsch sein kann. Und was ist hier drin? So. Das Holz kann man sich später nochmal gebrauchen. Deswegen wird es auch mitgenommen. Und dieses Teil da, bei den Blöcken. Ja, es wird in der nächsten Folge weg sein. Werde ich sagen. Würde ich sagen. Ich habe keine Lust, um alles wegzumachen. Dauert jetzt ein bisschen. Auf dieser blöden Legende kann ich auch nicht ganz erkennen, wie viel Leben wir noch haben. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber müssen wir mit auskommen. Naja, ungefähr, wir haben ungefähr noch, ich weiß es nicht, ich sehe es wirklich nicht. Ah, es ist wieder Tag. Türen können wir auch mitnehmen. So. Alles, was nicht nagelfest ist, einfach mitnehmen. Macht man doch im echten Leben. Jetzt haben wir ungefähr, ich würde sagen, 8 Minuten Zeit weg, eine neue Sachen zu suchen, eine neue Siedlung zu suchen und dann sollten wir auch anfangen, das Haus zu bauen. Oder wir bauen es im Berg rein, können wir mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht das ganze Haus abreißen, weil es wird Jahre dauern. Vor allem meine schwachen Axt. Aber wir können auf jeden Fall den Crafting Table und ein bisschen Holz mitnehmen. Geradeaus. Verdammt. Das war knapp. Gut. Und weiter geht's. Nochmal springen kann ich jetzt eigentlich nicht ertragen. Das war echt ein heftiger Schlag. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Leben. Mit Sternen haben wir so gut wie gar nicht geschafft. Nee, wir haben gar nicht geschafft. Ich will irgendwie weg hier. Hier ist es langweilig. Hier ist doof, das hier irgendwo. Das Wasser sieht nicht gut aus. Das nicht abschütteln, das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, irgendwas hat sich hier verändert an dem Texturpack. Zum Beispiel Schweine sind nicht mehr dreckig. Jetzt hat ein neues Texturpack rauskam, aber es kam kein raus und es kam auch keine Version raus. Und diese blöden Steinnerven und das Pad hat auch nichts gebracht. Ja, das wird sowieso bald wieder Zeit für neues. Ja. Diese Biom da hinten mag ich irgendwie nicht und hier die Gegend ist zwar sehr schön, aber ist nur das gleiche wie davor und wir wollen eine Schafe haben. Hundesnahrung. So. Ich weiß nicht, ob schwimmen gehen jetzt so schlau wäre. Das ist wie so eine Gegend, wo man nicht schwimmen gehen sollte, aber es gibt auch keine falschen Tiere bei Minecraft. Ich könnte nur so viel verbessern. Den Smart Moving Mod installiert. Das ist ein sehr cooler Mod, damit kann man ja, auf dem Boden krabbeln, 2 Blöcke hochklettern, 3 Blöcke hochklettern. Jetzt sind wir einfach im Kreis gegangen. Nein, wir sind tot. Verdammt. Okay. Das ist dann eigentlich das Ende, das ist Place. Das ist eigentlich enttäuschend schon nach 3 Folgen. Aber. Naja, es hat erstes Let's Play abgeschlossen. Nach 3 Folgen, schon cool. Jetzt hat man die Klappe hinter mir.
bis zum nächsten Let's Play. Das wird erstmal nicht der Hardcore-Modus sein, weil seht ihr, was dabei rauskommt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ciao.